Kann mir einen erklären, was das mit Pan bedeuten soll? Ja, wir sind jetzt seit 3 Jahren zusammen und deswegen durfte sie mein Wohnzimmer belegen. So, jetzt bin ich gespannt. Also, und jetzt, Prost. Ich trinke auf euch, Freunde. Ich trinke auf euch und jetzt bin ich, so. Boah, ist mir gerade warm geworden. Das Fenster ist schon auf, mir ist gerade sehr warm geworden. Ich weiß gar nicht warum. Dann haben wir gedacht, wir machen das immer ganz langsam, Nee, dass man es immer mehr merkt, bis es irgendwann völlig offensichtlich ist. So haben wir das immer gemacht. Oh ja, die Family Restaurant. Ja. Jetzt können wir generell so viele Geschichten erzählen. Wir können echt voll viele Geschichten jetzt erzählen. Fast alle. Also ihre Geschichten haben alle mit Essen zu tun und meine immer darunter, wie ich unter diesem Joch leide hier. So, moin moin. Gronkh hat gestern in seinem Livestream öffentlich gemacht, dass er seit 3,5 Jahren mit Pandoria zusammen ist. Jeder, der eigentlich Gronkh schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass die beiden zusammen sind. Das war ja offensichtlich. Spätestens als bei Friendly Fire vergessen wurde, das Mikrofon von Funk Royal auszuschalten und sich Funk Royal bei Pandoria entschuldigt hat, dass er den Bart von Gronkh abrasiert hat, hätte das eigentlich jeder bemerken müssen. Oder als Pandoria die Begleitung von Gronkh beim Webvideopreis gewesen ist. Einmal hatte auch Gronkh versehentlich Schatz zu Pan im Livestream gesagt. In der Gronkh-Community wurde tatsächlich immer wieder darüber spekuliert, mit wem Gronkh denn jetzt nun zusammen ist. Da ist immer wieder der Name Pandoria gefallen. Pandoria wollte auch nicht, dass Gronkh sie auf Twitch hostet, weil sie nicht von ihrem Freund künstlich gepusht werden möchte. Und der Grund, warum das so lange quasi verheimlicht wurde, war, dass beide keinen Hate in der Community wollten. Das ist, wie ich meine, ein durchaus verständlicher Grund. Denn wenn man einmal die Tür aufmacht, ist sie offen. Ich meine, jeder, der die beiden verfolgt hat, merkt, dass die beiden gut zueinander passen. Das ist ein eingespieltes Team. Pandoria moderiert den Twitch-Chat von Gronkh und beide nehmen auch fast identisch die YouTube-Szene wahr, gerade wenn es um so YouTuber wie Dougie B und Bibi's Beauty Palace geht. Also Gronkh und Pandoria waren lange vor The Mansion zusammen und natürlich auch lange vor dem GTA 5 Let's Play, wo Gronkh und Pandoria auch zusammen gespielt haben, unter anderem. Wie man sehen konnte, wurde das Ganze sehr gut in der Community aufgenommen. Dass jetzt nun die Beziehung öffentlich ist, macht es Gronkh sicherlich noch einfacher, sehr offen oder vielmehr noch offener über Themen, die ihn bewegen, zu reden, ohne den Eindruck haben zu müssen, dass er etwas Falsches sagt. Und ja, wenn jemand seine Beziehung nicht zum Thema macht, dann hat ein YouTuber, dann hat ein Journalist, dann hat auch ein News-YouTuber dazu auch den Mund zu halten. Da es erst dann öffentlich werden sollte, wenn es öffentlich wird. Jetzt ist es jedenfalls raus und jetzt kann man, wie ich meine, auch gut darüber öffentlich reden. Okay, insoweit. Ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime.